Hallo Leute, da ich mit Seven Wars 2 jetzt ziemlich gut aufgeholt habe und als alle Folgen gesehen habe, die aktuell auf YouTube draußen sind, kann ich mir heute auch jetzt mal Parodien mal anschauen dazu. Nämlich haben das liebe Fresh Ducks Duo, ich dachte immer, die heißen Frech Ducks Duo, aber der ist ein Fresh Ducks Duo, eine Parodie hochgeladen und ich bin sehr gespannt. Deswegen lassen wir auch da, let's go rein da. Wir sind so aufgeregt. Wir hoffen, euch gefällt unser erster Merch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr ihn jetzt auf freshtagsduo.de bestellen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Nice. Yo, 3D einfach. Crazy. Ah, da sind sie alle. Fritz, du machst sie ab. Ich find's so geil, wie sie so zeichnen können und man die auch alle direkt erkennt, ne? Es ist so, so geil. Das ist so jeder so ein markantes Gesicht irgendwie hat oder so markante Eigenschaften im Gesicht, dass man so, ja, weiß ich nicht, so, also sie darstellen kann. Vor allem Romatra kennt man fast am krassesten von allen, muss ich fast sagen. So der Bart, die Brille und der Hut, einfach iconic. Hast du eine gute Idee jetzt? Du machst die Rede. Du hast das Ding hier erfunden? Ich trau mich nicht. Was soll ich machen, Fritz? Dann mach ich halt, ne? Schau mal, es geht los. Ey, mach den Kopf runter. Liebe Freunde, wir sind hier zusammengekommen. Viel Vorbereitung gehabt. Viel psychisch. 14 Tage. Mit einem Menschen, den ihr gern habt, mit dem ihr befreundet seid oder mit dem ihr ein Team bildet. Ja! Aber... Genau, das habe ich mir auch so gedacht beim Gucken, ja. Eins ist klar. Wirklich. 14 Tage im Dreck. Auch ohne Essen. Das kann man schaffen. Freunde, Seven vs. Wild ist meist einmal im Leben. Habt keine Angst. Die Angst ist was Gutes. Hä? Wie jetzt? Ja! Ja. Stimmt! Habt keine Angst, die Angst ist gut. Hey, was jetzt? Ich will mich ja nicht selbst loben, aber anscheinend treffe ich immer die richtigen Worte da. Ihr fragt euch bestimmt, was wir beide hier zu suchen haben, oder? Mhm. Erinnert ihr euch noch an unsere Bewerbung? Frech Ducks? Du? Ist es eine ernst gemeinte Bewerbung überhaupt? Es ist ja mehr so ein Spaßding gewesen, oder? Eigentlich nicht. Wir hatten das ernst gemeint. Das ist jetzt gerade schwer einzuschätzen. Weil für mich war es jetzt keine wirkliche, wir machen wirklich eine Bewerbung, wir wollen wirklich daran teilnehmen. Aber das war ja jetzt quasi eine Spaßbewerbung. Es ist ja nicht, ist jetzt keine ernsthafte Bewerbung. Doch, wie gesagt. Ich würde es jetzt einfach so stehen lassen. Warum hat er uns nicht ernst genommen? Wir gehen da trotzdem hin. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Dem zeigen wir es. No. Seven vs. Wild. Er hat sich selbst reingeschleust, noch perfekt. Teams. 8. 8 versus 2. Ach, die wollen ein Team bilden. Ja, okay, ja, das stimmt. Die Boote fahren los, beeil dich. Oh Mann, warum muss ich den Sack tragen? Haben sie da mich eingebaut auch noch hier? Was war denn das hier gerade? No, das bin auf jeden Fall safe ich. Warte, guck, pass auf. Er hier, der Kollege mit der Halbglatze hier. Das bin safe ich. No. Sekunde, meine Mutter. Mutter, ich habe hier keine Zeit, weil ich bin voll hier drin. Ich habe keine Zeit. Mutter, ich bin fix und fertig mit Nerven. Lossi und Sascha. Also, ich habe jetzt schon richtigen Hunger und ich freue mich jetzt schon auf das Abendessen. Boah, das wird anstrengend. Diese Staffel wird anstrengend. Ja, boah. Jetzt ist er derjenige, der zuerst die Alken ist, nicht Knossi wie in Folge 1. Ja, lecker. Ja, das mag ich. Das kann man essen? Ja, ich glaube schon. Ehrlich, aber normalerweise ist das so. Also ich habe gelernt, erstmal ein bisschen probieren vielleicht so. Aber doch nicht gleich das ganze Ding fressen. Man weiß ja nie, was passiert. Boah, Freunde, ich habe echt gute Bauchschmerzen. Sascha! Ey, dieser Blick sagt ehrlich, das ist wie Urlaub, ja? Das ist wie so echt, ach, ist unvorstellbar. What the fuck? Schaut euch das an. Wo bist du? Ja, da links. Hä? Ey, jetzt dreh ich gleich, jetzt werd ich blöd. Ich werd jetzt blöd. Ey, das gibt's doch nicht. Ich hab mich hier eingeschlossen, ich Idiot. Okay, jetzt Plan B. So, jetzt bauen wir Brücke. Jetzt hab ich's. Ja, geil, ja. Ja, genau so hab ich mir vorgestellt, wie es war. So ein paar, so ein dünner Ast, dann fällt er rein. Sascha, ich bin ins Wasser gefallen. Die Schuhe sind nass. Sascha. Schaut euch das an. Bären. Bären! Das sind sie! Die können wir essen! Schau mal! Alter, hallo? Alles voll mit Bären! Ja. Lass uns gehen. Das müssen wir uns echt nicht weiter ansehen. Wir müssen Fritz finden.
Nice. 3D. Guten Morgen. Boah, guckt euch das an. Strahlend blauer Himmel. Hat er im Helikopter gepennt einfach? Und von der Himmel ist er gar nicht blau. Oder kommt mir jedenfalls nicht so vor. So, was macht man morgens nach dem Aufstehen? Natürlich erstmal Zähne putzen. Ich gehe nochmal ganz schnell Pipi machen. Survival Martin und Fritz Meinecke. Hier ist alles voll mit Spuren. Alles voll. Hier ist eine Spur. Seht ihr? Tak, 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 tak. Hier ist eine Spur. Tak, 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 tak. Und schaut mal hier. Hier ist eine Autobahn. Wenn du Johannes wärst, welchen Spot würdest du Fritz geben? Das sind alles Spuren. Gut, wir haben es mit dem Wolfsrudel. Ach so, der läuft den Spuren von den Beinen hinterher. Ach Mann. Rudel zu tun hier bei uns. Ja, warte mal. Martin? Ich sehe was du nicht siehst. Oh shit, ich sehe es auch. Siehst du's? Alter, willst du mich verarschen? Antonio, ich kann nicht mehr. Magst du nicht mal den Sack tragen? Ah, nee, sorry. Du weißt doch, ich hab's im Rücken. Verdammt, hier ist eine Klippe. Wir kommen nicht weiter. Die reden so irgendwie, als wären sie zu Hause und dürften nachts nicht mehr so laut sein. Und so, verdammt, da ist eine Klippe. So, verdammt, oh, da ist eine Klippe, wie kommen da nicht rüber? Wir sind so fehlt die Sandra noch, kommen wir jedenfalls zuvor. Und sie tragen auch keine Hosen mit, oder Dack. Also ja, nackt einfach, ein bisschen schwingen lassen und alles. Warum hast du da keine Brücke hingemalt? Ja, weißt du, wie schwer Brücken zu zeichnen sind? Ah, kein Problem, wir haben doch zum Glück unseren Partner Adobe mit seinem Tool Adobe Express. Da können wir nämlich die Bildelemente einfach generieren lassen. Was? Wirklich? Ja, mit generative Füllung im neuen Update. Komm, ich zeig's dir. Hier links kannst du zum Beispiel radieren, Hintergründe entfernen oder die generative Füllung nutzen. Schau, jetzt muss ich nur diesen Bereich auswählen und angeben, dass ich dort eine Brücke haben möchte. Hä, wie krass! Und kann Adobe Express uns auch Essen herzaubern? Kein Problem, dafür brauchst du nicht mehr die generative Füllung. Hier kannst du dir aus vielen Vorlagen einfach etwas raussuchen. Worauf hast du denn Lust? Oha, gib mal diesen Burrito! Wie du siehst, musst du für Adobe Express kein Designer sein. Es ist grundsätzlich kostenlos. Nur manche Funktionen sind Teil der Adobe Creative Cloud. Und seit dem neuen Update ist Adobe Express außerdem besser für die Planung von TikToks, Insta-Stories und Reels geworden. Und das Beste dabei, du kannst die Instagram-Reels direkt aus dem Programm hochladen, ohne dein Handy für den Upload nutzen zu müssen. Also, worauf wartet ihr noch? Klickt jetzt auf unseren Link unten in der Videobeschreibung, um Adobe Express herunterzuladen. Stabile Werbung auf jeden Fall. Aber mir fehlt ein bisschen Ausdruck noch in der Stimme. So. Ich weiß nicht. Oder sie wollen diese Vibe rüberbringen, so die gechillten so. Ja, leider. Kann auch sein. Scheiße, das Trimax. Versteck dich. Hier geht's auch schon besser. Wir haben Wasser, wir haben Fische, wir haben immer Essen. Ey, gut. Ja, hier ist ja alles. Das ist geil. Kann man das irgendwie schon verwandeln zu irgendwas Geilem? Und wie levelt man jetzt hier denn? Ja, ich muss jetzt da schnell hin und pissen. Okay. So trinken wir. Trimax und Ruma. Wie levelt man? Was? Einfach Trimax und der andere stand hier einfach. Hä? Was ist das denn? Hä? Disrespect. Wir hätten bei Reese schreiben müssen, weil der wurde ja nicht vorgestellt hier. Guckt hier, steht einfach der andere. Oh Mann. Max und Rumatra. Oh. Alter, guck mal, was ist das? Kann man die essen? Denkst du, man sieht uns? Ich glaube nicht. Töten wir die? Wir töten die nicht, nein. Wieso nicht? Warum willst du die jetzt töten? Essen? Ey, die essen wir, nicht I, Rumatra, das ist unser Essen jetzt. Fuck, die meinen uns. Renn um dein Leben. Wir sind weg. Ich will nicht sterben. Ja! Ogre macht Ogre-Sachen, verletzt dich gleich. Pass bitte auf. Alter! Das ist eine zweite Flasche! Als war eine Mitflasche ein. Digga, guck mal, die mir hält an! Ja, du hast recht, du hast recht! So, wir sind wieder zurück. Das ist unser Loot bisher. Ja, das ist auch krass gewesen für so ein Air-Up-Werbungsdings noch, ne? So Air-Up-Flasche gefunden, so. Unglaublich viele Schnüre, ein Helm, den man eigentlich mitnehmen hätte dürfen. Zwei Wasserflaschen, krass. Das Ding mit dem Seil drin, eine Isomatte und ein richtig fluffig geiler Sitzball. Und so ein riesiger Hochofen zum Feuer richtig anheizen. Der wirklich einen Hochofen hier gemalt, ja. Das ist echt so. Oh Mann. Ich muss mies auf Toilette. Ehrlich? Ja. Papa Platte und Reese. Oh, wir sind wieder da. Ich hab mich beeilt tatsächlich. Warum muss eigentlich jeder als erstes pinkeln? Echt so. Digga, ich piss mir gleich in die Hose. Ich hab richtig Durchfall. Seit Stunden! Ich kann nicht mehr. Jetzt, ich kann wirklich nicht mehr. Das ist doch zum Kotzen! Du musst dich beeilen. Ich sag's dir nur. Wir müssen jetzt hier auch mal ein bisschen, ne? Bleib entspannt, bleib ruhig. Ich beeile mich ja. Ich kann auch nicht schneller. Eigentlich müssen wir da rüber.
Aber wenn da einer kommt's. Von uns reinfällt, ist GG. Ja, komm, Bruder, lass machen. Und? Kannst du Fritz sehen? Oh, no. Scheiße. Komm, der Fuß ist nach. Hast du gesehen, wer das war? Jetzt reicht's mir. Komm, du schaffst es, Tiger. Der Sturz war halt auch geil, ne? Ein Highlight von der ersten Folge, wirklich. Ist das so geil aus meiner POV. Fortsetzung folgt. Ja, und die Folge ist ja auch schon draußen. Werde ich mir auch direkt einverleihen. Also gerne Abo da, das nicht verpasst, wenn das online kommt. Meine Reaktion dazu. Ansonsten check die Freshdachs du ab. Link in der Beschreibung, wie immer. Ciao.